läuft Miss Brasilien über den Platz. Ihre Konkurrentin aus Argentinien spielt eine sehr kontrollierte Offensive. Genauso stolz, wie sie sich beim vorherigen Zoobesuch mit falschen Tigern fotografieren lassen, präsentieren die Kandidatinnen ihre Länder im Vorfeld der Miss World-Wahl. Es ist eine sehr große Ehre, eines der Länder zu sein, das Afrika bei der Weltmeisterschaft 2010 repräsentieren kann. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Und weil ihre Mannschaft qualifiziert ist, darf sie wie 27 weitere Missen im Fußballtrikot ihres Landes auflaufen. Die 84 anderen Kandidatinnen tragen Gold, als Symbol für Johannesburg, die goldene Stadt. Ein passendes Krönchen zum Outfit bekommt am nächsten Samstag aber nur eine. Doch da sollten sich die Missen besser keinen Ausrutscher leisten.